Das Beste, was ein Apfel werden kann. Mit diesem Slogan wirbt die Firma Possmann schon seit vielen Jahren für ihr Stöffchen. Bei einer Führung durch den hauseigenen Sandsteinkeller in der Firmenzentrale in Rödelheim konnte sich ein kleines Grüppchen illustrer Apfelweinliebhaber jetzt mal selbst ein Bild davon machen, inwieweit der Possmann-Werbespruch auch wirklich zutrifft. Mal was anderes, eine Kostprobe direkt vom Fass. Und wie ist er denn nun so, der neue Apfelweinjahrgang 2015? 2015 ist auf jeden Fall ein besonderes Jahr gewesen aufgrund des warmen Sommers, der relativ spät kam, aber der dann doch sehr warm war. Das heißt, wir haben grundsätzlich mehr Frucht und mehr Fruchtzucker, also tendenziell etwas weniger Säure. Auch die Winzer im Traubenbereich sagen das ja auch. Es ist ein besonderer Jahrgang. Das heißt, wir können mit fruchtigen und harmonischen Weinen rechnen. Das ist immer so ein bisschen naturabhängig, aber das Jahr sticht auf jeden Fall heraus durch die warmen Tage, die wir dann im August noch hatten. Neben dem klassischen Possmann-Apfelwein entstehen hier in den Kellern in Rödelheim auch noch diverse Varianten. Mal etwas milder, mal etwas herber. Eben für jeden Geschmack etwas. Die Possmann-Äpfel stammen übrigens weitgehend aus der Region, vor allem aus dem Taunus, aber allesamt aus einem Umkreis von nicht mehr als 150 Kilometern. Und zwar sowohl von Landwirten als auch von Privatpersonen. Aber wie schaffen die das eigentlich, dass der Possmann-Apfelwein trotzdem jedes Jahr wieder gleich oder zumindest doch sehr ähnlich schmeckt? Also das ist die große Kunst, ist auch nicht ganz einfach, schafft man eigentlich nur über den Verschnitt. Das heißt, man braucht möglichst viele Weine im Keller, eine große Auswahl, um dann eben wieder nach Sensorik zu prüfen, welcher ist ein bisschen herber, welcher lieblicher und durch den Verschnitt wieder ein annähernd gleiches Geschmacksprofil herzustellen. Das ist schwierig und Nuancen gibt es da immer, aber das kriegen wir eben hin durch die Vielzahl der Weine, die wir hier im Keller lagern und nur so kann man das dann gewährleisten. Und so schlummert zurzeit der Saft von rund 10.000 Tonnen hochwertigster Äpfel des Superjahrgangs 2015 in den Possmann-Bottichen. Entweder so, wie er aus der Presse kam, oder bereits zum lecker Stöffchen vergoren. Fehlt ja eigentlich nur noch ein erster Ausblick auf die Ernte 2016, falls sich dazu denn überhaupt schon irgendwas sagen lässt. Also das ist jetzt noch etwas früh, denn selbst die Blüte ist ja noch nicht durch und noch nicht ansatzweise. Wir sind auf jeden Fall wieder relativ spät. Wir waren auch im letzten Jahr durch ein recht kühles Frühjahr später dran. Das deutet eigentlich darauf hin, dass auch die Ernte nicht früh ist. Wenn wir ein warmes Frühjahr haben, dann geht alles etwas schneller. Also von daher müssen wir erst mal abwarten, wie die Bestäubung dann ist, ob wenn die Blüte kommt, ob wir dann auch anständiges Wetter haben, dass die Bienen fliegen können. Das Frankfurter Nationalgetränk ist und bleibt eben ein reines Naturprodukt. Und ob die Ernte gut oder schlecht wird, liegt nun mal nicht in den Händen der Kälterer.